Die Frage, wenn sich stellt, soll ich das jetzt machen oder nicht machen? Du musst nur eine feine Antenne bekommen, dass du schon wieder hier eine Kategorie 2 Frage vorliegen hast in dir und du meinst, du könntest jetzt was verkehrt machen. Und der Trick ist ganz einfach, der, egal was du machst, es gibt 2 Möglichkeiten, sagst du mal. Wenn von 2 Möglichkeiten, wenn du sagst, mache ich es oder mache ich es nicht, entweder machst du was richtig oder du machst was verkehrt. Das sind die 2 Seiten. So ist Und ich es. habe so oft gesagt, wenn du in deiner Vorstellung von einseitig logisch die Sachen immer richtig machst, bist du in einem Hamsterlaufrad. Ja. Weil dann lernst du nichts Neues kennen. Ja. Und das, was du nennst, ich könnte es ja verkehrt machen, dann könnte ja dieses oder jenes passieren, was du dir konstruierst. Dieses verkehrt machen ist praktisch, dass du dir dann was anschaust, was du, wenn du immer nur richtig machen willst, niemals zu sehen bekommst. Ja, so ist es. Das erinnert dich an das letzte Selbstgespräch oder die letzten, wo ich immer wieder darauf hinweise. Die Freiheit des Menschen besteht darin, dass du prinzipiell die Freiheit hättest, was Unlogisches zu machen, das heißt, was verkehrt zu machen. Dann würdest du was vollkommen Neues erleben. Und das ist jetzt dieses Gefängnis, wo ich immer wieder anspreche, wo du dich einsperrst, selber einsperrst, ist, weil du die Gleise deiner extrem einseitigen, unvollkommenen Logik nicht verlassen willst. Und das ist jetzt das Problem aller Rechthaber. Ich sage jetzt einmal ganz wertfrei, auch wenn ich Worte benutze, die du zwanghaft wieder einseitig auslegen wirst, du wirst ein Gefühl kriegen, wenn du die Tierchen in deinem Traum beobachtest, die Menschen, inklusive des Tierchen, das du zu sein glaubst, dass ich jetzt einmal das Wort benutze, dass hier, sobald einer einseitig rechthaberisch ist, sobald du merkst, dass irgendeine Figur Ja. festhält an einem einseitigen Standpunkt, dass das richtig hässlich macht. Das heißt, es werden plötzlich Menschen, die eigentlich von der Maske her äußerlich betrachtet ganz hübsch sind und von, ich sage mal hier, von dem oberflächlich gesehenen Maskencharakter auch sehr nett sind, werden plötzlich zu absolut hässlichen Menschen, wenn du erkennst, dass die so einseitig sind. So, ja. Und das Gefühl wird immer mehr in dir wachsen. Und ich betone, das musst du an deinem eigenen Charakter erkennen. So ist es. Ja. Wenn ich als Udo auftauche, bin ich nicht rechthaberisch, wenn ich dir ins Wort falle oder wenn ich oft Worte in Keim ersticke, wenn es immer heißt, der lässt ja keinen zu Worte kommen. Ich sage, das dürfte ja durch sein. Ich muss dir nicht erklären, was dir logisch erscheint. Das heißt, wenn ich oft in einem Gespräch, wenn einer was erklären will, ich das wegwische und drüber reden, du, hat es nichts mit Rechthaberei zu tun, sondern ich sage, erspar dir das, was in dir sowieso ganz massiv installiert ist, diese Einseitigkeit. Hör mir zu, ich zeige dir jetzt die Seiten, die du nicht hören willst, weil dir die verkehrt erscheinen, weil ich dir was vollkommen Neues zeigen will. Merkst du den Unterschied? Ja. Und darum ist auch immer wieder, dass ich sage, dass in vielen Gesprächen, wenn einer offen ist und der mauert seinen Standpunkt, dass ich absichtlich immer genau das Gegenteil einnehme von dem, was er als richtig ansieht, um ihn vor Augen zu führen, dass da noch eine andere Perspektive gibt, die er eben massiv ablehnt, weil sie ihm verkehrt erscheint. Und genau diese Kehrseite erkläre ich ihm, dass die genauso richtig ist wie seine Seite, wenn er mal geistig, intellektuell seine Logik austauscht. Und das ist das geistige Wachstum. Da kommt immer wieder, der Geist selber wächst nicht. Was wächst, ist die Liebe in dir. Darum geht es Es mir auch. ist ganz wichtig, dass du Ja. das verstehst. Eine allumfassende, Ja. absolute Liebe, So ist es. da ist alles gleichwertig. Denk wieder an unsere systemrelevanten Parameter an den Kabelstecker. Du machst keinen Unterschied, ob du jetzt sagst, das ist mein Kind. Wenn du an irgendein Trockennasenäffchen denkst oder du siehst ein anderes Trockennasenäffchen Alle aus meinem Geist. oder du siehst einen Regenwurm oder du siehst eine Giraffe oder du siehst was, was ich, eine Wildsau in einem Gehege. Es sind einfach nur Kreaturen. Sie sind einfach nur. Die Welt wird unendlich interessant, Interesse, inneres Sein. Wenn du das verstanden hast, dass du wertfrei sehen kannst, wertfrei schauen kannst und ein Mensch, der nur wertet und nur in den Einseitigkeiten seines Schwamminhalts lebt, der sperrt sich selber in ein Gefängnis ein. Der wird sich auch immer sagen, ja, aber es kann nicht sein, was nicht sein darf. So einfach kann man sich das ja nicht machen. Ich sage immer, denkst dir doch einfach anders.
Ja, wenn ich mir jetzt das anders denke, wenn ich mir die Politiker anders denke, dann sind die deswegen doch nicht anders. Ich sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du hast nicht richtig zugehört. Weißt du, wie oft ich zu Menschen gesagt habe, du hast nicht richtig zugehört, was ich gesagt habe. Egal, was du denkst, es ist so, wie du es denkst. Da gehört auch dazu, ja, wenn ich mir die jetzt anders denke, deswegen werden die doch nicht anders, würdest du jetzt ich sein und dich bei diesen Äußerungen beobachten, dann wirst du feststellen, dass du immer noch in dem Wahn lebst, dass diese Politiker, die du dir jetzt ausdenkst, da außen so sind, wie du sie dir denkst und du nichts damit zu tun hast. Ja, wenn ich jetzt glaube, dass ich kein Geld brauche, brauche ich doch trotzdem mal Geld. Ich sage, du hast nicht richtig zugehört. Das, was die Mechaniken der Welt erschafft, ist dein Glaube. Und wenn du das jetzt diese Sätze genau zuhörst, ist es eigentlich, dass du das gar nicht wahrhaben willst, wenn du mal sagst, ja, wenn ich jetzt dieses oder jenes glaube, deswegen verändert, ist es doch dann immer noch so. Das hat doch mit meinem Glauben nichts zu tun. Genau das drücken diese Äußerungen aus. Und ich sage, du hörst nicht zu. Du musst den Glauben verändern und mit solchen Sätzen veränderst du deinen Glauben nicht. Ich brauche doch Geld zum Überleben. Ich sage, stimmt, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja, so einfach kann man sich das ja nicht machen. Nur weil ich jetzt glaube, dass ich kein Geld brauche, brauche ich doch trotzdem mal Geld, wenn ich in den Laden reingehe und mir was kaufen will. Ich sage, stimmt, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du hörst nicht zu. Es ist mit der schwerste Akt, seinen Glauben zu verändern, weil dann müsstest du anfangen, unlogisch zu werden. Das steckt da mit dem Hintergrund mit drin. Und jetzt Anfang dieses Gespräches, bevor ich auf Aufzeichnung gedrückt habe, das ist, wenn dir was in den Sinn kommt und sagst, ich habe mich ja total zurückgezogen, das kommt in dem Alter sowieso. Aber deswegen muss man sich eine Gans abschauen. Ja, das Das ist ist immer wieder, das wäre ja schon wieder eine Einseitigkeit. Das hat mit der Balance nichts zu tun, Helga. Darum sage ich immer wieder, schau, was in dir auftaucht und dann ist, mache ich jetzt das oder mache ich das nicht? Und dann bist du schon wieder hin und her und ich sage, mach doch einfach das, wonach es ich dir mache es ist. ganz Dann einfach. wirst du aber wieder feststellen, dass in vielen Fällen dann doch wieder deine Logik diese Einseitigkeiten intronisiert, was jetzt in dem Fall aber nicht der Fall ist, weil es dich dann doch wieder die alte Helga in den Fingern juckt. Es ist halt einfach das Helga-Programm. Und das sollst du ja laufen lassen. Das lassen wir unangetastet. Egal, was dann passiert, es sind so viele Kleinigkeiten, diese Ironie, wenn man mal selbstironisch werden kann. Wenn du mal anfangen kannst, über deine Dummheiten deines Programms zu lächeln. Kann ich schon Das sehr. ist das Lächeln des Buddhas. Ja. Und vor allem das Loslassen. Es ist so leicht gesagt zu sagen, loslassen und dann beobachte dich im Alltag wirklich bei Kleinigkeiten, diese vielen kleinen Mechanismen, diese kleinen, ich nenne es einmal Rituale, die jeder Mensch für sich in seiner eigenen Traumwelt programmgesteuert hat, weil der blaue Mensch ist ja das Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Diese kleinen Rituale da in einem ablaufen täglich. Das geht schon los, wenn du ins Badezimmer gehst, wenn du auf den Klo gehst. Jeder Mensch hat seine eigenen kleinen Rituale. Ich rede jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Es ist einfach nur. Man muss ja nichts verändern. Das ist das Schöne an Holofeeling. In dem Augenblick, wo du aufhörst, irgendetwas verändern zu wollen, verändert sich alles. Obwohl es ganz normal weiterläuft. Es ist bloß diese Reibungspunkte sind weg, die man immer selber erschafft, durch das Nicht-Einverstanden-Sein. Das ist die wahre Heiligung, die Meditation. Ja. Und ich sage immer wieder, du bist der Erste, du Geist bist der Erste, der es mitkriegt, wenn du anfängst, es zu leben. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass Wunder in dir passieren. Wirkliche Wunder, diese vielen, vielen Kleinigkeiten. Schauen wir mal jetzt heute Morgen, das sind solche Stellen, dieses Spiel von Figuren, die wir uns ausdenken. Es ist ja immer wieder bloß Zeichen, die in dir auftauchen. Schau, ich gehe mal ganz kurz in unseren Chat rein. Heute Morgen. Bloß jetzt die letzten Stellen. Das Wort ist Stammtischgespräch. Helga, das Stammtischgespräch und dann greift jetzt der Bezi das auf. Okay. Ich fahre mal da ein Stück vor. Das ist jetzt alles also so Geplänkel, wo sie halt machen. Da haben wir unseren Ron. Dann kommt der Bezi wieder, das müssen wir jetzt gar nicht lesen.
Haufen Smiley-Zeug, du liest dann immer wieder Namen und was du aus den Worten machst, muss dir klar sein. Das ist eine ganz subjektive Interpretation. Du liest jetzt, das hat wer reingestellt und dann liest du das und da hast du irgendwie mehr oder weniger, dass du es rauslesen kannst. Das hängt von deinem Charakter ab. Okay? Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt die Kerstin, dann kommen die Videos, die alle eine riesen Tiefe haben. Ich sage jetzt bloß, denk an dieses kleine in dem letzten Selbstgespräch Maulwurfen. Froschen. Dass hier, du merkst, jedes Wort kriegt eine Tiefe, wird selbsterklärend. Und dann hat hier der Ron ein Stück weiter vorne, zieht er über den Blecki her, so weit bin ich jetzt nicht zurückgegangen und die kleine Stelle habe ich jetzt rausgesucht. Also herziehen, ne? Das ist ironisch, ich interpretiere das einmal ironisch. Da geht es also um den Schwarzen und jetzt ist ja unser Michael Schwarz, der Spitzname ist Blecki, heißt ja Michael, wenn wir das jetzt hebräisieren, heißt ja, wer ist wie Gott? Und Schwa heißt ein Nichts. Und das ist der Kopf des Geburtsgebers. Ich lese mal rot. Der Kopf des Geburtsgebers, das ist ja der Läufer, wenn wir es blau machen. Und Blecki ist Krishna. Das heißt, der Schwarz. Ja, schwarz. Jetzt wird es interessant, jetzt kommt hier dieser Begriff Tumor. Tumor oder Dom, habe ich so oft darauf hingewiesen, heißt der hier vollständig, Ganzheit, Vollkommenheit. Und das Ohr kann man das lautlose A mit reinsetzen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, die Vollkommenheit erwacht, aber die kann nur in dem Krishna erwachen. Und wir können da jetzt das lautlose Ohr ist ja die Aussprache von dem hebräischen Wort für Licht, für das geistige Licht, die Vollkommenheit des geistigen Lichtes. Aber das geistige Licht als Ding an sich, wenn wir das rot machen, besteht aus hell und dunkel gleichzeitig. Und das ist Krishna. Ja. Du merkst, wie viel kann ich herauslesen? Aber worauf ich jetzt hinaus will, da geht es also immer um einen Blecki, um einen Michael Schwarz und dann hat ja der BC aufgreifend auf den Stammtischgespräch, bringt er jetzt die Sache mit dem Jakob mit der Hüfte. Und da geht jetzt dieses Bibelstelle, macht er jetzt, wo ich da, das hängt ja mit drin, wenn man sich das genauer anschaut und nicht bloß kurz anklickt, weil man meint, man hat was Wichtigeres zu tun. Man muss sehr ohr sein. Ich sage immer wieder, mal ganz normal gedacht, Helga, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, aus welchem Grund auch immer, ich weiß hundertprozentig sicher, dass die Quelle, die ich jetzt höre, dass da wirklich Gott zu mir spricht. Wir bleiben mal so in einem religiösen, biblischen Sinne. Wie kann ich dann in irgendeiner Art und Weise, wenn ich das wirklich verstanden habe, sagen, ich habe was Wichtigeres zu tun? Das ist richtig, Ich erinnere an meinen Professor Rainer, den ich anspreche. Der hat mal gesagt, der ganz definitiv, wenn ich die Möglichkeit habe, dem Mann eine Stunde zuzuhören, lasse ich alles stehen und liegen und fahre hin. Selbst wenn ich in einer Vorlesung bin, verlasse ich die Vorlesung und fahre hin. Es gibt nichts Wichtigeres, wie dem Mann zuzuhören. Ich habe jetzt einfach nur einen Professor zitiert. Der hat es verstanden. Und jetzt schau mal, was für dich wichtig ist oder nicht wichtig ist. Und das tut deine weitere Lebensform mehr oder weniger massiv, was in der Zukunft kommt. Das ist ja, du steuerst ja wie ein Videospiel, was die nächsten Bilder sind, werden durch dich erzeugt, durch deine Interessen. Und jetzt pass auf, dann kommt jetzt hier, das ist, da komme ich dann dem Pharao-Projekt. Das sind so Sachen, die ich in die vorhergehenden ein, zwei Selbstgespräche in den Stammtisch ja auch nochmal wiederholt habe. Aufbauend, glaube ich, ursprünglich war das Gespräch mit Rede und Diana, um jetzt das raumzeitlich auszudrücken. Und Bezi macht jetzt das, dass er eben ganz bewusst, wenn ich was sage, da nachschaut. Jetzt hat er diese Stelle vom Stammtischgespräch, wo ich das erzähle mit dem Jakob, weil der Johannes, der Professor Johannes, fragt mich, was da mit der Hüfte ist, weil er Hüftschmerzen hat und dann sagt, du bist halt der Jakob, dann kommt der Ischias. Und es baut sich jetzt alles zusammen. Jetzt spielt er schon wen rum und baut Sachen zusammen. Das kann man, wenn man im Chat ist, nachschauen, muss man nicht nachschauen. Aber was ich jetzt hier mache, ich habe jetzt einmal, wo er nur den Bibi-Surfer reingestellt hat, schau, das ist unmittelbar, das Ganze spitzt sich innerhalb weniger Stunden ab, diese Gespräche. Und jetzt habe ich die Stelle, wo er die deutsche Übersetzung reingehängt hat, habe ich jetzt einmal im hebräischen Original hingemacht. Und zwar ist es, und Jakob blieb allein übrig, es rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte aufging. Und jetzt muss man sagen, jetzt habe ich hier das Wort Morgenröte, das ist das Wort Morgenröte, die Morgenröte. Schauen, da steckt jetzt das Schwarz schon mit drin, das ist nämlich das hebräische Wort für Schwarz. Dieses Shihua heißt Morgengrauen, das ist der Negative, wenn es zum Grauen, jeden Morgen hast du ein Morgengrauen, aber das ist auch die Morgenröte, die Morgendämmerung.
Okay, dann heißt es ein Anbruch. Die Schöpfung fängt zu existieren an im Geist und dann fängt was zum Fließen an und dann ist der Kanal, der Fluss der Kanal. Kan ist Ken, Ken ist das Fundament aus dem Nichts, All. Und das ist jetzt Schwa, eine Nichtigkeit, Ratz jetzt blau gelesen, schwarz, es beginnt etwas zu laufen. Immer dran denken, eigentlich heißt das Wort Läufer und LA ist die Lichtschöpfung. Und du kannst auch sagen, das Licht wird zu einem Ufer, Eufer, Eufer, da ist das Wort Ufer schon mit drin. Das haben wir in den letzten Gesprächen angesprochen. Dasselbe Wort im Hebräisch, auch im Langenscheid, heißt, er suchte. Er ist strebte nach. Er wurde schwarz, er wurde suchend. Und jetzt kommt der große Hammer. Dasselbe Wort, was Morgenröte heißt, was das hebräische Wort für schwarz ist, ist auch das hebräische Wort für Sinn und Bedeutung. Das heißt, du musst jetzt suchen nach Sinn und Bedeutung in diesen Worten. Du musst dich anfangen zu interessieren in der Esse. Sich interessieren für Sinn und Bedeutung. Das steckt alles in diesen drei Zeichen drin. Ist ja verrückt, ne? Ja. Wie sich das jetzt zeitlich, das ist jetzt übrigens Zufall, weil hier unser jetzt bewusst ausgedachter Ron, wo ich mir jetzt denke, mit einer ganz bewussten Logik, dass er das hier über den Blecki, der Schäger, der mit dem Blecki, der Roland, der Bezi Schäger, immer mit den Ron, wobei jetzt, wenn man in meine Interpretation schon Ironie mit reinkommt, früher waren das Streitgespräche und jetzt machen sie es beide ironisch von ihren Äußerungen, wenn man das kann man durchaus so sehen, wenn man da sehr genau aufpasst. Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant, jetzt kommt, und als er sah, dass er ihn nicht übermachte, da rührte er. Er rührte, das ist das Rumdrehen, er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Das ist jetzt, das heißt dort, das Wort Morgenröte auch Sinn und Bedeutung hast. Lass mich los, jetzt ist der Sinn und die Bedeutung dieser Worte in mir aufgegangen. Merkst du, wie das jetzt plötzlich einen komplett anderen Kontext gibt? Ja. Und jetzt springen wir mal in den Vers 31 runter. Und Jakob gab den Oddit den Namen Peniel. Schau, das ist Peniel. Peni heißt auf der Oberfläche des Nichts, auf der Oberfläche Gottes. Dieser Ort heißt, es spielt sich alles auf der Oberfläche Gottes ab. Okay? Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, weil, heißt es hier, weil ich gesehen habe, Rei im Spiegel, El Hayom, Penim El Penim, vom Innersten zum Innersten oder Panim El Panim, von Angesicht zu Angesicht. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Merkst du jetzt, wie Ja. tief das geht, wo Juden überhaupt keine Ahnung davon haben? Ja. Weil Juden ja auch bloß gefüllte Schwämme sind mit jüdischem Inhalt, der extrem einseitig ist und meint, diese Ivrim, sie hätten irgendwas verstanden. Ivrim, verstehe nichts. Ich mache das nochmal. Keine Schutzzuweisung. Es ist ja Schöpfung. Schöpfung ist das da mal Eber. Das ist die Grundradix von Hebräer. Für viele, die es nicht wissen. Das ist das hebräische Wort, das heißt das da mal Embryo Fötus. Das ist die zweite Wachstumsstufe in der Matrix. Du bist ein Ei, ein Nichts, AI. AI heißt nichts, dann wirst du ein Eber, ein Fötus. Und darum heißt es auch, du bist nur eine Seide und die eine Seite. Du lebst ja in zwei Seiten. Du lebst zum einen in einer Seite, die du Vergangenheit nennst, die zwangsläufig die andere Seite ist die Zukunft. Da aber Vergangenheit und Zukunft immer jetzt, das ist das Wellenberg vom Wellendal. Und wenn du dich jetzt als ein Embryo in eine Matrix hineindenkst, als ein Mensch in eine Matrix hineindenkst, bist du in der Seite der Vergangenheit, aus der du permanent deine Zukunft generierst. Okay? Helga? Ja, ist okay, ich höre. Müssen mal schauen, weil ich dein Bild Nein, nicht ich habe. höre. Nicht, dass ich ins Leere rede. Nein, nein. Ein Herziehen, hinübergehen, die Frage von wo nach wo gehst du eigentlich hinüber? Solange du chronologisch denkst, sagst du, nach der Helligkeit gehe ich in die Dunkelheit, nach der Dunkelheit gehe ich in die Helligkeit, nach der Gesundheit gehe ich wieder in die Krankheit und nach der Krankheit gehe ich in die Gesundheit. Oder ich gehe von dem Säuglingskörper in den Kinderkörper, in den jugendlichen Körper, in den Erwachsenenkörper, in den Kreiskörper hinein. Betonung liegt auf G, Reih, S. Der Geist ist ein Spiegelbewusstsein.
Und wenn ich ein Kreis geworden bin, begreife ich, dass ich eigentlich schon immer ein Kreis war. Ja. Im Meer. Dasselbe Wort heißt auch schwängern. Du gehst immer mit dir, mit deinem eigenen tiefsten inneren Wissen schwanger. Darum erzähle ich ja als Udo ganz genau, wenn ich jetzt eine Figur in deinem Traum bin, was ich jetzt übrigens bin, was ich immer wieder betone, was du aber immer wieder vergisst, jede Figur, die in deinem Traum auftaucht und irgendwas äußert, äußert das, was du träumst. Ich erkläre dir dein Wissen. Okay? Ja. Und das ist jetzt, jetzt hast du mal dieses Eber. Das ist jetzt das Grüne, mal dran denken, so übersetzt es die Zagluri-Akademie, je nachdem, wie man es ausspricht. Jetzt machen wir da ein kleines J dran. Und jetzt wird es schon interessant. Das ist das hebräische Wort Ivri, sprechen die, da wird es 70 von ihm mit einem I vokalisiert. Diese Ivri, das ist ja die hebräische Sprache, nennen ja die Hebräer Ivri. Das heißt Hebräer und Hebräisch. Aber jetzt kommt der große Trick. In dem Moment, wo wir jetzt ein N dran setzen, Ivrin, sind es die Gesetzesverletzer, die Verbrecher. Das ist hebräisch, die hebräische Existenz, weil der klassische Hebräer bricht alle Gebote, die man nur brechen kann in der Tora. Er ist genauso ein Materialist wie alle anderen auch. Und jetzt kommt das große Geheimnis, Helga. Warum? Warum? Ich frage dich, warum? Weil er die Gesetze bricht. Weil er sich und warum bricht er die Gesetze? Ja, weil er nicht erkennt, dass er der Geist ist, der sich das selbst der alles Gedanke erkannt. Von dir kann nichts erkennen, weil du es nicht erkennst und es dein Spiegelbild ist, weil du dir den so ausdenkst. Weil ich mir du den kannst dir natürlich auch ausdenken, dass er die Gesetze Gottes hält, ja, der klassische Jude. Ja. Aber keine Figur in deinem Traum hält die Gesetze eher, bevor du nicht anfängst, die Gesetze zu halten, weil die Figuren in deinem Traum Spiegelbilder von dir selber sind. Ja, das ist richtig. Der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt, dass du meinst, du hast mit den Menschen um dich herum nichts zu tun. Die Menschen, die du erlebst, sind zuerst einmal Facetten aus dem Programm, aus dem Buch, das du zurzeit durchlebst. So ist es. Genau. Immer wieder daran denken, wenn ich sage, mir geht es ja nur so schlecht, weil die Menschen und die Welt so schlecht ist. Ich sage, nein, die Welt und die Menschen sind so schlecht, weil ja, dein Glaube so schlecht ist. Das ist schon wieder Selbstentmachtung. Ja. Ja. Jetzt habe ich übrigens rein eine negative Seite ausgedrückt. Ich kann das nämlich auch positiv sehen. Du kannst auch ein positiver Gesetzesverletzer sein. Wie meine ich das? In dem Moment, wo du die Gesetze Gottes hältst, indem du meine 10 Gebote hältst, wirst du ein Gesetzesverletzer. Du verletzt dann nämlich alle weltlichen Gesetze. Wir haben doch 2 Seiten. Merkst du, wie simpel das ist, wenn man das einmal installiert hat und wie oft man das vergisst? Ja. Was passiert jetzt in dem Moment, wo du hier kein Bild mehr von Gott machst? Dann sind alle Religionen weg. Die machen sich nämlich Bilder von Gott. Das sind weltliche religiöse Gesetze. Und in dem Moment, wo du sagst, da oben gibt es keine Sonne und keine Sterne. Wenn überhaupt welche da sind, sind sie in mir drin und ich kann mir die ausdenken, aber selbst wenn ich sie mir ausdenke, sind sie trotzdem bloß in mir drin. So ist es. Ja. Aber breche ich dann nicht die kompletten Gesetze der Naturwissenschaft? Jetzt haben wir die 2 Seiten. Du musst ein Ivrin werden, ein rotgeschriebener Ivrin. Das hat aber nichts mit diesen blauen Ivrin zu tun, die du dir ausdenkst. Weil immer wieder, es gibt in deiner Welt, die du dir denkst, bloß eine Weltreligion und es ist der Welt des Materialismus. Ob eine Katholiken sind oder Buddhisten sind, geh doch einmal hin. Es sind alles tiefgläubige Materialisten. Ja. Und jetzt mache ich die Johannes-Offenbarung. Solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch geboren, aus einer Frau geboren, das ist aus Fleisch geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Oder also das kann ich ja wirklich nicht mehr glauben, wenn man das erzählt. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht, natürlich, dass man sich das ausdenken kann in diesem Märchentraum. Ja, klar. Ich sage immer wieder, du kannst jetzt ganz bewusst in deinem Buch zurückblättern und dann hast du in deiner Rolle Kinder auf die Welt gebracht. Ja. Als Helga in deiner Rolle. Und du kannst eine Rolle spielen, wo du Menschen umbringst. Ja. Aber das ist eine Bühne, habe ich doch im letzten Gespräch gesagt. Du musst es bewusst tun. Es geht nicht darum, dass du dann sagst, nein, das mache ich nicht. Dann bist du schon wieder ein einseitiges Arschloch. Als Schauspieler kannst du alles machen, weil du ja letzten Endes alle Rollen spielst. Die ganzen Rollen in den Bücherregalen und in den Geschichten. Holofilm ist ein vollkommen anderes Denken und jetzt kommen wir wieder an den Anfang des Gesprächs. Es ist etwas absolut Intimes.
Du musst der Erste sein, der das versteht, und dann lasse ich das aus dir rauswachsen. Und die Zufälle sind schon immer dort, dass ich dir zufallen lasse als Zeichen, diese kleinen Wegweiser. Man sieht sie bloß nicht. Nur jetzt, ich sage mal jetzt bewusst Zeitfenster aufgespannt, die letzten Stunden in dem Chat mit vielen Smileys, wo du sagst, oh, das Geschwätz. Beobachte dich, ob du dich darüber aufregst. Beobachte dich, ob du das magst, was jetzt dieser däubliche Bezi macht. Nein. Das Selbstgespräch hat, der Bezi, er hört sich das an. Und das ist eine Reifestufe. Und er geht rein, dann schaut er, was hat der Udo gesagt, dann schaut er in der Bibel nach, was er findet. Dann interpretiert er das so, wie es ihm einfällt. Und ich lasse ihn genau das so einfallen, dass es seiner Reife entspricht. Und eine, die sich nur aufregen und aufblasen, die jetzt nur Gedanken sind, sind ein Kontrast, den wir brauchen. Kann ich nicht oft genug sagen, es gibt doch gar keine einseitig gut definierte Menschen, wenn es keine Schlechten gibt. Es gibt keine Erleuchteten, wenn es keine Finsteren gibt. Im Gegenteil, wenn ich mir den erschaffe, der ist so inspirierend, ich käme nie auf die Idee, da eine Kritik zu äußern. Deine Ansicht. Ich kann dir wieder andere bringen, die sehen das wieder ganz anders. Ja, aber das muss doch sein, weil sobald du etwas, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist dir klar, dass wenn du eine einseitige Aussage hast, zumindest eine Kehrseite dazu hat und noch viele andere Facetten. Ich rede hier von einem unendlichen Komplex von Harmonie. Ja, so ist es. Ein unendlicher Komplex von Harmonie. Das ist auch. Darum kommen ja alle aus meinem Geist, Udo. In dem Moment, wo ich das lese, ist es doch aus meinem Geist. Es Wie kann ich das, was ich aus mir kritisieren? Und ansonsten ist in dir drin. Und das ist genau das, was ich sage. Es sind Teile. Holo-Feeling bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Genau. Und nichts davon. Merkst du, das Gefühl, alles zu sein, ist eine einseitige Aussage. Ja. Nichts davon. Ist es so schwer zu verstehen, wenn ich sage, das Meer, das immer ist, ist all seine vergänglichen Wellen. So ist es. Aber nicht irgendeine bestimmte davon. Ja. Weil prinzipiell Wellen vergänglich sind. Und er ist immer. Ich will immer die Mitte. Oder das. Das ist, und das ist hundertprozentig sicher. Kannst du überprüfen, wenn du dir das bewusst machst. Egal, wo du dich hindenkst, du bist hier. Immer. Egal, wo du dich räumlich oder zeitlich verstreust. Egal, an was du denkst. Es ist, weil du es denkst, und es ist hier und jetzt. Ja. Und wenn du es nicht mehr denkst, dann ist es in der Heiligkeit. Puff. So ist es. In dir selbst. Ja. Und die Formung, die Fähigkeit, die immer wieder neue Formen und Gestalten zu ergeben, erfordert neue Programme. Denk jetzt einmal, dass ich sage, du bist der Computer. Hoherwertige Betriebssysteme, die zwangsläufig dann wieder verbunden sind mit komplexeren Möglichkeiten von Programmen. Das ist immer so die alte Sache, das klassische Urbetriebssystem, da sind ja schon so viele Sonderprogramme mit drin, ist ein reiner Arbeiter. Das Betriebssystem ist derjenige, der aus den Programmen dann die Bilder und das ganze Zeug und die Berechnungen macht. Da gibt es Schichten, aber da müssen wir nicht drauf. Versteh das Einfache. Und wenn du dich einmal disziplinierst, dass du wirklich neue Prioritäten setzt, dieses, ich habe noch keine Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Darum betone ich, es geht hier nicht um den Udo, es geht nicht um Holo-Feeling, es geht darum, dass wenn du das akzeptierst, dass du hier eine Möglichkeit hast, mit deiner eigenen höheren Selbst, mit deiner eigenen Göttlichkeit zu kommunizieren, als Wegweiser. Denk wieder, was ich gerade gesagt habe von Professor Rainer. Es gibt nichts Wichtigeres. Und solange du meinst, du musst irgendwas anderes, ist dringlicher. Hast du das noch nicht gecheckt? Und solange du belehrst mich ja im Innersten. Ich sitze den ganzen Vormittag nur mit den Dingen, die mir nachts in meinem Herz eingeben. Du spielst zurzeit die Rolle von einem alten Weib und du bist Rentnerin. Da geht es ganz einfach. Da kann man dann in sich kehren. Es war Zeit, bei Zeiten in sich zu kehren in der dritten Wachstumsstufe und sich dann am Ende des Lebens einmal Gedanken zu machen, wieso dieses Leben, das du durchlebt hast, in ständig wechselnden Momenten im Hier und Jetzt, was der Sinn ist, das sieht doch ganz anders aus, wenn du 20 bist. Natürlich. Denk doch jetzt mal an deine Nele, wo ich dir immer wieder sage, da kann ich das erzählen, da ist die Reife nicht, weil die noch viele Erfahrungen erst machen muss im Leben, positive und negative Erfahrungen, die man dann in der dritten Wachstumsstufe, in der Synthesestufe synthetisieren muss. Das, was Neues in dir entsteht für die rote 4. Immer dran denken, unsere 4 ist öffnen und schließen. Und das, der Buchstabe Dalet heißt ja zuerst einmal Tür.
dieses deutsche Wort Türbide ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. Und dann siehst du schon, es öffnet sich in dir eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, die aber eigentlich immer geschlossen ist, weil es gibt das Licht, den Rai in der Mitte, den Spiegel in der Mitte, der eigentlich nichts ist, weil das ist der Kopf, Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Der zerspringt durch die eigenen Divisionen in Maßsetzung des Abi, des Charakters, des Schwamminhalts, schöpferische Wissen deines Intellektes, wenn wir es blau machen, zerspringt er in unendlich viele Facetten, die man dann mit Holofeeling wieder als das große Summa Summarum, was ich immer die rote Liebe nenne, wieder zusammensetzt zu der heiligen Heilheit, dass man es wieder vollkommen neu, vielgestaltig aufs Neue zerspringen lassen. Ja. Darum sind die Simpsons leben ja in Springfield. Das ist das Geheimnis, diese Propheten Simpsons. Denk an den Weißenbuch-Vortrag. Ja. Und solange du doch noch meinst, wie konnten die Autoren von den Simpsons, die Macher von den Simpsons des Wissens, das ist ja so eine große Frage, woher wissen die das? Ist übrigens nach wie vor schon wieder ein paar solche Prophezeiungen aufgetaucht. Das ist, weil du die Kausalität umdrehst. Du meinst schon wieder irgendeinen, den du dir denkst, könnte was wissen. Wenn du dir wen denkst, denkst du an eine Kiste und es wird dann so sein, wie du dir die ausdenkst. Du wirst es verwerfen, sagen, das ist Zufall. Ich sage, wenn viel Zufälle auf einmal, ist es überhaupt, wenn du es nicht denkst? Wenn ich nicht denke, ist es nicht. Das ist, wenn jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der wichtigste, wenn du anfängst, dann mit Holofeeling das Ganze zu verknüpfen, wenn du dir das wieder zu eigen machst, wie ich das. So, egal. Danke dir. Lass mal gut sein. Jetzt sagen wir, das musste ja unbedingt einmal gesagt werden. Ja, es ist okay. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Also, Udo, danke. Also ich wollte bedanken wir zwei uns bei denen, die uns jetzt ausdenkt. Bei denen, die uns ausdenkt, ja. Ob er schon weiß, was er jetzt gerade gemacht hat, die letzten hier und jetzt ausgedachten Minuten, was er sich da selber zu Teil werden hat lassen, ob er das schon bewusst gemacht hat, ist eine andere Frage. Also wenn du ich bist, hast du es bewusst gemacht. Tschüssi, mach's gut. Tschüssi. Tschüss.